So, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz anlässlich der heutigen Oberliga-Partie zwischen unserem VfB und den Gästen vom SV Rüdesheim. Endstand 4:1 vor 150 Zuschauern. Wie immer die Endergebnisse links auf dem Bildschirm mit der aktuellen Tabelle. So ein, zwei kleinere Überraschungen sind ja heute noch dabei. Wer also Interesse hat, einfach mal draufschauen. Ich darf Ihnen recht herzlich begrüßen, beide Trainer, zu meiner linken Gästetrainer Ingmar Putz und zu meiner rechten Oliver Röder. Ja, und umschweife dann mal, bitte ich Gästetrainer Ingmar Putz zu seinem Fazit der heutigen 90 kalten Minuten. Ja, letztendlich das Ergebnis hat die gefühlte Temperatur bei mir natürlich noch ein bisschen kälter gemacht. Ja, ich denke mal, die 150 Zuschauer, die haben heute kein besonders gutes Spiel gesehen. Ich denke, in der Situation, wo beide Mannschaften stecken, war das auch nicht abzusehen. Ja, letztendlich hat der VfB Schwendorf die Sachen in die Waagschale geworfen, die sind noch arm, arg gebeutelt gewesen in den letzten Wochen. Leidenschaft, ja, und haben um jeden Quadratzentimeter gekämpft. Ja, das hat uns in der ersten Halbzeit, letztendlich hat uns das gefehlt. Ja, wir haben zu zaghaft gespielt, in vielen Situationen viel zu kompliziert, nicht in der Lage gewesen, einfach Bälle zu spielen. Ja, und haben uns dann, ich sag mal, durch eine unnötige Freistoßsituation, wo wir den Ball hätten vorher klären können, haben wir dann einmal hinten gepennt. Ja, haben den Schwellerfer Spieler erstmal alleine, dann denke ich mal, der Ball war sehr lang unterwegs, da muss man halt mal rausfliegen und dann passiert sowas vielleicht nicht. Ja, dann haben wir uns, glaube ich, in der Halbzeit mit den zwei Wechseln haben wir uns noch mal viel vorgenommen, haben dann gut angefangen und werden dann leider Gottes kalt erwischt, aber auch wieder eigenverschulden. Ja, wir haben hinten links zweimal die Möglichkeit, den Ball zu klären, die Linie lang. Ja, und dann irgendwann mal, wenn man das nicht macht, dann ist der Ball irgendwann weg und dann zappelt er im Netz. Ja, letztendlich kam der Zeitpunkt sehr ungünstig. Ja, Elfmeter, ich denke mal, war ein klares Ding, trotzdem auch unnötig. Da darf ich so nicht hingehen, weil der Gegenspieler, ich glaube, der wollte den Elfmeter haben, aber letztendlich war er dann auch verdient. Ja, und dann hat das Spiel halt seinen Lauf genommen. Ja, letztendlich sind die drei Punkte weg. Wir haben uns einen vorgenommen, um noch einen Schritt zu machen. Ja, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass oben nicht so viel passiert ist. Ja, und wir haben jetzt noch eine Woche, da müssen wir alle Kräfte, die wir haben, müssen wir bündeln und müssen uns jetzt noch mal eine Woche auf das letzte Spiel vor der Winterpause vorbereiten und müssen da drei Punkte, da gibt es nichts anderes, die müssen wir holen. Und dann sehen wir weiter. Ja, dem VfB wünsche ich natürlich alles Gute. Ja, und wir werden sehen. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Fazit. Fragen von Seiten der Pressevertreter nicht. Ja, dann direkt zu unserem Trainer Oliver Röder. Ja, war das 2:0 das Sinnbild der heutigen Partie, wie es gefallen ist, für die Leistung der Mannschaft? Ja, ich denke, da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Erstmal begrüße ich die Anwesenden, Verbliebenen noch hier an Ort und Stelle. Ich pflichte dem Trainerkollegen nur zu, den Ingmar. Wir haben kein gutes Spiel gesehen, aber ich denke, das war auch in dem Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Und trotzdem hat es, glaube ich, schon auf den Punkt gebracht. Wir haben heute mehr aufgewendet, um dieses Spiel zu gewinnen. Sicherlich vor dem Hintergrund, dass wir letzte Woche in Isfeld sehr unglücklich gescheitert sind und sehr viel vorgenommen haben. Das Spiel war wesentlich besser anzusehen, aber am Ende, von drei Protagonisten entschieden worden, die eigentlich nichts auf dem Spielfeld zu suchen gehabt haben, zumindest an dem Spieltag. Heute muss ich dann auch direkt damit anfangen, dann auch mal das Schiedsrichtergespann zu loben, weil man ja sonst immer glaubt, ich schiebe das immer nur auf die Schiedsrichter. Bis auf die Abseitssituation, wo es ein bisschen Unmut auf der Tribüne gegeben hat, mir, glaube ich, heute eine sehr gute Leistung gezeigt. Genauso wie meine Mannschaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Da war halt oder ist noch viel Luft nach oben. Wir wissen aber, dass wir das besser machen können. Komischerweise rufen wir es nicht ab gegen einen Gegner, der offensichtlich und offenbar angeschlagen war, wo wir dann, glaube ich, nachdem das 3:0 gefallen ist, dann gezeigt haben, wo jeder wusste, da sind wir jetzt mit durch, da muss schon wirklich eine ganze Menge passieren, dass man da nochmal aufgedreht hat und dann auch gesehen hat, welches spielerische Potenzial dann noch in der Truppe liegt. Und das hat einfach was mit dem Kopf zu tun, das wissen wir. Das ist ein
ja, weiß der Ingmar wahrscheinlich auch, wenn das mal ja, so ein Erlebnis, so ein Aha-Erlebnis ist, dann funktioniert so ein Spiel plötzlich und dann gelingen auch ein paar Dinge, die sonst eigentlich nur im Training zu sehen sind. Und diesmal haben sie die auch zumindest am Ende des Spiels auf dem Platz gezeigt. Und das freut mich unheimlich für die Truppe. Die hat nämlich dort in den letzten Wochen doch eine ganze Menge einstecken müssen. Sicherlich nehmen wir uns als Trainerteam da auch nicht aus. Aber wir können damit ein bisschen besser umgehen als ein junger Mann von 21, 22, der teilweise gut spielt, wie im letzten Sonntag, wie viele, viele Spiele in der Hinrunde schon und da doch am Ende immer wieder bestraft wird. Und ja, wie so häufig, vielleicht sollte das nochmal eine Initialzündung sein, um da auch, weil für uns gilt ganz Ähnliches. Wir müssen nächste Woche gegen Bösinghofen, auch hier zu Hause, nochmal nachlegen, weil sonst ist dieser Sieg hier heute ja, einfach nicht wirklich von Bedeutung. Von daher konzentrieren wir uns dann schon auf die nächste Woche und auf die Trainingswoche und dann einigermaßen beruhigt in den Winterurlaub zu gehen und ja, die Rückrunde dann so anzugehen, dass man da noch nicht ganz chancenlos ist. Und das traue ich meiner Mannschaft zu, das traue ich VfB Speldorf insgesamt zu. Und selbiges wünsche ich dem Gegner. Und Ingmar, das meine ich ganz ehrlich, haut noch ein paar von denen weg, weil so gut sind die dann tatsächlich auch nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver. Fragen? Oh, Marcel Schwarz und Rufe. Weil das mit Sicherheit eine Teamleistung heute, würdest du trotzdem jemanden herausheben wollen, jetzt vielleicht außer dem dreifachen Torschützenteam? Ja, der wäre mir jetzt spontan eingefallen. Wen willst du noch? Sicherlich, wir wissen um die Qualität vom Tim, vor allem um die Schussgenauigkeit. Diesmal hat aber die Mannschaft ihn zugespielt. Ja, und von daher würde ich ihn da nicht gerade herausnehmen. Das sind Pflichttore, weil ich weiß, wie der die schießen kann. Aber die Mannschaft hat sich das oder hat ihm die so auf dem Silbertablett geliefert und dann muss er die auch einfach dann machen. Dass es dann mal so läuft, dass er wirklich drei, hat er drei gemacht, dann kam ein viertes Fass dazu. Da freue ich mich aber mehr über die Entstehung der Tore, denn das war ja richtig gut anzusehen, vor allem jetzt am Ende. Gut, manchmal lohnt sich dann auch so eine Trainingsarbeit. Ansonsten möchte ich da aus der Mannschaft niemanden rausnehmen. Ich bin endlich mal in die Halbzeitpause gegangen und habe nicht überlegt, dass ich wieder drei auswechseln muss oder vier oder fünf, so wie es ja auch schon des Öfteren vorgekommen ist. Weitere Fragen? Nein? Ja, dann herzlichen Dank beiden Trainern für das Statement. Den Gästen aus Ilsheim wünschen wir eine angenehme Weihnachtszeit, eine sehr gute Restrunde, weil die Liga gibt alles her, was so möglich ist, sieht man auch an den heutigen Ergebnissen mal wieder. Da ist alles drin in den letzten Spielen. Uns allen wünschen wir einen ruhigen Restsonntag. Wir sehen uns nächste Woche hier 14.15 Uhr wieder. Dann gegen den TuS Bösinghofen. Und wer es noch nicht im Kalender hat, 27. Dezember Hallenstadtmeisterschaften in der RWE-Sporthalle. Machen Sie es gut, bis später.